Na Leute, alles klar? Wie vielleicht der eine oder andere mitbekommen hat, waren Balas und ich zusammen in Köln. Und natürlich haben wir euch einiges an Videomaterial mitgebracht. Leider habe ich es überhaupt nicht geschafft, auf der Reise nach Köln irgendwas aufzunehmen, weil es war in der Regel zu laut oder ich hatte keine Lust oder es hat geregnet oder da waren zu viele Leute und ich dachte mir so, ich kann mich da jetzt nicht so mit der Kamera hinstellen und sagen, ah, hier, guck mal, ne? Nein, habe ich alles gelassen. Dementsprechend erzähle ich einfach mal ganz kurz, was eigentlich passiert ist. Ein bisschen Wartezeit in Bremen, dann nach Köln gefahren, Ballast eingesammelt, sind dann ins Hotel, haben uns dann abends noch eine schöne Kneipe gesucht und haben dann mit den Aufnehmen angefangen. Gleich den Tag darauf sind wir dann gemeinsam in einen Park gegangen, hatten einen Kumpel von mir getroffen und da ist dieses hier entstanden. Zum Thema? Zum Thema. Was erwarten wir von der Gamescom? Wo gehst du hin? Wo wirst du mich hinziehen? Ich ziehe Juvi ins Badezimmer. Dann machen wir heimlich Snusnu und so. Man würde jetzt mal einen schockierenden Blick sehen, aber ich habe eine Sonnenbrille auf. Warte. Ich find deinen Blick sehr schockierend. Was? Der fühlt sich verfolgt. Ja. Ich gebe ihm auch gleich an Arsch. Moment. Da war die Hand schon wieder oben. Das war fail. Achso, das war fail? Aber ja. Das schneide ich so zusammen, das passt dann. Moment, hier ist die Hand. Mit der war ich. Ist egal. Ja. Ja. Man hört uns wahrscheinlich gar nicht, weil wir zu leise sind. Ich denke, das passt. Meinst ansonsten. Müsst ihr nochmal nachschauen. Ansonsten synchronisieren wir das Ganze genau. Nach. Was ist denn so für mich? Du bist scheiße, du bist auch scheiße. Digital Mastered. Nein, aber was erwartest du dir von der Gamescom? Wo gehst du hin? Gute Frage. Stände. Keine Ahnung. Welche Stände willst du? Ich weiß eh nicht viel, was an Ständen da ist. Ich hab gestern. Ja, aber du kannst nach Firmen gucken, wo du vielleicht einfach hingucken willst. Blizzard. Nein, eigentlich nicht. Blizzard ist scheiße. NCSoft würde mich wahrscheinlich interessieren. Keine Ahnung, was die haben. Ob die überhaupt was haben. Dann PlayStation 4 anspielen. Xbox One anspielen. Also das übliche Programm, was sich jeder nochmal kurz erhofft. Blizzard Flame. Ride anschauen. Blizzard Flame ist eine gute Idee. Ja, Blizzard muss man flamen, ist normal. Wie viele Abonnenten habt ihr im Moment? Von? Ja, aha. Wie könnte das nur passieren? Vielleicht Pandas. Könnte sein, dass Pandas daran schuld sind. Klar sind Pandas schuld. Alle hassen Pandas, oder? Klar. Ja, aber mal im Ernst. Ja, ihr hört eine Stimme aus dem Off. Hallo, Stimme aus dem Off. Hallo. Genau. Das ist der aus dem Off. Da hinten sitzt noch jemand, aber das weiß er gerade nicht, dass er da sitzt. Also ich weiß es schon. Nee, das wisst ihr nicht. Das wisst ihr nicht, ja genau. Ja. Das wollte ich eigentlich sagen. Ja. Ja, aber genau genommen waren die Pandas ja eigentlich nur ein Witz von Blizzard. Und nicht nur ein Witz, sondern eigentlich nur, wo wurde das denn eingeführt? Zum 1. April, glaube ich. Warcraft 3, April-Scherz, irgendein Panda-Mönch. Nein, Panda-Braumeister. Und der Braumeister war noch cool. War ein echt starker Held, weil er so viel Flächenschaden damals im Warcraft 3 gemacht hat. In der Taverne konnte man ihn holen. Den konnte man sich in der Taverne holen, neben den Nagas und so weiter, eher nur so rein implementiert worden sind. Da habe ich auch noch nie, da zu der Zeit habe ich auch nicht wirklich Warcraft gespielt. Alchemist, was gab es denn noch? Ganz, ganz viel Unsinn in der Taverne. In der Taverne gab es ganz viel Quatsch. Letztendlich haben sich auch alle entweder einen Brewmaster oder eben die Naga geholt, weil das alles so große Flächendamage-Leute waren. Aber das waren halt keine eigenen Rassen. Wobei die Naga doch schon öfter mal vorkamen in der Warcraft-Story. In der Story zumindest, ja. Ja, aber die Pandaren waren ja eigentlich nur so, da sind Pandaren. Ja, ich meine, der Braumeister, also schon allein, dass er Panda-Brewmaster oder Braumeister hieß. Also, wer sollte ihn auch ernst nehmen? Und ich meine, die Sprüche, ein kühles Blondes. Ja. Ja, das ist so ein total cooler Spruch. Ja, aber ich meine, der war ja nicht zum Ernstnehmen da. Nein, das nicht, aber es ist... Er wurde ernst genug genommen, um ein eigenes Addon zu bekommen. Ja, später aber auch erst. Und das finde ich halt so ein bisschen Panne. Also sie hätten eher dann doch in die Naga-Richtung gehen können. Sie hätten dann irgendwie einen Traum machen sollen. Oder auch das, aber... Das Markgründer Traum als WoW-Addon. Ja. Oh, keine Ahnung. Stattdessen eine Heldenklasse irgendwas nennen, einen Erzdruiden oder was auch immer einführen, anstatt einen nix. Ja, also ein Monk finde ich gar nicht so eine schlechte Mönche. Idee letztendlich, ja, in puncto Panda, das ist irgendwie Pandas. Ja. Ich meine, wer spielt schon gerne einen Panda? Das sind dieselben Leute, Panda die Katzenbabybilder toll finden. Ja, genau. Und Katzenbabybilder gehen gar nicht, genauso wie Hundewelpen oder ähnliches. Ich hasse süße kleine Tiere. Ich mag Chicken Wings. Also auch süße kleine Küken, die werden dazu verarbeitet. Merkt euch das. Nicht gut. Dir fehlt eigentlich der Zylinder zu der Sonnenbrille. Ja, ist ein Zylinder. Würde ja die Frisur super gut passen. Also, ja. Aber der würde super gut zur Sonnenbrille passen. Ernsthaft.
Stimmt. Vierzylinder, Moment, einfügen, hier, passt. Ja. Geil. Ich kenne mich voll aus. Ja. Noch voll durchblick. Nee, ansonsten, also ich freue mich eigentlich am meisten auf den Riot-Stand, muss ich sagen. Gratis Skins abgreifen. Ja. Riot Blitzcrank. Oh, ich habe Yuvi gespielt. Naja, ich meine, wenn die es zumindest so halten wie letztes Jahr, dann fehlt mir eigentlich bloß noch der K9 Naso-Skin. Ansonsten habe ich die alle, die es da so gibt. Riot Blitzcrank wird dieses Jahr kommen. Weißt du das schon? Oder ist das... Ja? Habe ich aus dem Leak gesehen, dass, sag mal, also hat, was er auf dem Testserver oder sowas drauf hat, den Skin. Hat er auch pinke Haare? Sieht aus wie ein, Blitzcrank hat Blitzcrank Haare. Nein, sieht aber... aus wie ein Robocop. Ah, okay. Robocop. Gibt es sonst noch irgendwas, was du weißt? Also ich weiß überhaupt nicht, was es an Skins geben wird. Es gab noch irgendeinen Skin, der drin war, aber ich weiß nicht, ob der da auch mitkommt. Dass er zu Gamescom geht, aber eigentlich gar keine Ahnung habe, was das so ist. Nee, aber es ist total wurscht, weil das Event alleine zählt irgendwie ganz schön stark. Das Event alleine zählt und plötzlich sind auch so viele Tage da, dass das nicht so wichtig ist. Richtig, also... Wenn ihr jetzt nur einen Tag da wart, müsst ihr schon so ein bisschen wissen, wo ihr hin wollt. Ja, das ist ganz klar, aber wir haben einfach so viel Zeit, dass wir ohne Probleme über die ganze Messe strichern können, uns bei X-Ständen anstellen können und so weiter. Also, übrigens, jetzt gleich im Hintergrund eine Menge Jogger zu sehen, da kommt schon der Nächste. Wir sind zu sportlich, wir sind auch sportlich. Oh, seht ihr das? Da ist eine Kolonne. Scheiße. Wir sitzen auch sportlich hier rum. Da kommen sie. Obacht. Sind am Pölpsch überfallen. Ah ne, Moment, wir haben gar keine Peitschen dabei. Nö, ansonsten denke ich so, wir sehen mal, was auf uns zukommt. Genau. Reingehen, reinlatschen, Überraschungen. Ja, macht sowieso viel mehr Spaß, als 4, zu denken, 5, 6, 7, 8 Stunden bei Assassin's Creed anstellen. Ja. Also, Ruby. Ja, muss ich durch. Ein Kumpel von mir meinte, hey, du kannst ja schon mal Donnerstag gleich, wenn es aufmacht, hin. Und dann musst du noch den ab 18 Schein holen. Und dann gehst du zu COD für mich und holst dir von COD... diese Map, die es gibt. Nee, du kriegst irgendwie so eine... Du kannst die Premium Edition, wenn du gleich... unter den ersten 500 bist oder so, kriegst du die geschenkt und dann würde er die mir auch für 60 Euro abkaufen oder so. Ja, bei Call of Duty wirklich, also ich sag absichtlich Duty, weil ich denke, das ist so ein Scheißspiel. Es gibt Hunde, es gibt einen Hund, ein Kampfhund. Call of Duty Ghosts, Mann, hey, das ist total episch, das ist das beste Spiel überhaupt. Ja, überhaupt nicht unsere Genre, aber das, doch, das ist das beste wisst Spiel ihr überhaupt. Ja wahrscheinlich. Bestes Spiel auf der ganzen Welt, was es überhaupt wo geben tut. Hätte ja, können also sein. Tatsächlich würde ich sagen, nur für die 60 Euro tun, aber sei ich glaube, da für mich zu faul, weil da müsste man echt gleich früh morgens hin. Hallo, es geht um Gameplay, ja, sie haben jetzt viel Gameplay eingeführt, also Cutscene-Gameplay. Seht jetzt mal ein paar Minuten Ballos, weil ich gehe mal hinweg. Tschüss. Ja, und nach dem Ganzen quatschen wir noch ein bisschen und machen uns dann auf den Weg in die Kneipe. Und da haben wir noch ein paar lustige Musiker erlebt, die ein bisschen für uns gespielt haben. Und auch das dürfen wir zum Glück zeigen. Wir haben die Erlaubnis. Yay! Viel Spaß dabei und ich lasse das einfach mal ein bisschen laufen. Also so einen kleinen Ausschnitt. Und dann schauen wir mal, wie es euch gefällt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder, was dann hoffentlich bald erscheint, wo dann ein bisschen was von der Gamescom zu sehen ist. Und ja, vielleicht gebe ich euch hier auch noch mal einen kleinen Vorgeschmack dahin. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ist für mich das allererste Mal hier vor der Kamera, deswegen weiß ich noch nicht so ganz, wie ich das alles mache. Deswegen kam jetzt erstmal auch eine Zeit lang nichts. Das heißt, auch in puncto Let's Plays war bei mir ja im Moment ein bisschen mau, weil Erkältung von der Gamescom und Husten und schlechte Stimme und naja, wie das dann manchmal so ist. Entschuldigung dafür, ich hoffe, euch hat es wie gesagt hier gefallen. Sagt mir, wie ihr es findet, wenn ich auf einmal vor der Kamera stehe und für euch hier ein bisschen was moderiere, ein bisschen was erzähle. Vielleicht gibt es ja nochmal mehr davon. Wir werden sehen. Wir sehen uns dann auf jeden Fall. Bis dahin dann beim Gamescom-Video. Da stehe ich wieder hier und wir schauen mal. Tschüss! Wir waren gerade lecker japanisch essen, um mal eben kurz beim ernsten Thema zu bleiben. Essen ist ein ernstes Thema, ja schon eigentlich. Ja, und ziehen jetzt einfach mal gemütlich in die Knack.
Wir reden darüber, was wir gerade gesoffen haben. Ja. Weil da auch ein Mikrofon ist, das hat man gerade nicht gehört. Und für den Fall, dass die beiden Herren irgendwie gerade was auf YouTube haben, ihr findet den Link in der Beschreibung. Wenn nicht, dann nicht. Ja, so einfach ist es eben, ne? Auf jeden Fall sind sie großartig. Stimmungsmacher. Schauen wir mal.